Ihre Mutter war da und hat das für Sie dagelassen. Was, Mann? Naja, gerade eben. Sie hat auf Sie gewartet, aber Ihr Vater hat so ungeduldig draußen gehupt, wie Männer halt so sind. Das ist nicht mein Vater. Er wird seit 45 vermisst. Es tut mir leid. Der Reporter war da und hat in Ihrem Zimmer auf Sie gewartet. Das ist ja ein lustiger Vogel. Was ist denn? Ab heute keine Verkehrsdelikte mehr. Ein neues Leben beginnt. Aha. Der Junge stand neben dem Wagen und hat sich so über den Apfel gefreut. Da ist Boga zu dem Jungen gegangen, hat ihn an den Füßen gepackt und mit dem Kopf gegen die Baracke geschmettert. Dann hat Boga den Apfel aufgehoben und zu mir gesagt, ich soll das abwischen an der Wand. Und dann hat er diesen Apfel gegessen. Das war Alltag in Auschwitz. Finden Sie das lächerlich? Wie weit sind Sie mit den Adressen? Wie viele haben Sie? Die Behörden mauern. Besorgen Sie alle Telefonbücher. Wie bitte? Schmidtchen, ich habe es satt. Dann besorgen Sie sich alle Telefonbücher aus ganz Deutschland. Finden wir die Adressen eben selbst heraus. Sie haben gesagt, alle. Und die sollen wir alle nach unseren Tätern durchforsten. Ja. Ihre Ideen bedeuten immer Arbeit für mich. Weltgeschichte rumfahren und Zorro spielen. Sie wissen, das interessiert mich nicht! Wir sind Staatsanwälte. Fangen Sie endlich an, sich wie einer zu benehmen. Dann trinken Sie keinen Schnaps in meinem Büro. Sie sollen sofort zum General kommen. Oberstaatsanwalt, stoßen Sie mit uns an. Schmidtchen, Sie werden immer jünger. Wie machen Sie das? Prost. 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 Oh, das sieht ja köstlich aus. Selbstgebacken. Na klar, die Bäcker sind ja alle auf der Flucht vom Kollegen Radmann. Wo ist Ihr Sheriffstern? Schmidtchen, ich will mich bei Ihnen für Ihre Hilfe bedanken. Sparen Sie sich das.